like a Hellcat. Hallo meine lieben Minecraft-Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. Mit dabei ist wieder heute der Flint. Flint, du kannst dich entmuten. Flint? Wo ist denn der hingegangen? Yay! Bist du gerade ausgeteilt, fängt oder ja was? Schon mal gut. Ja, die Aufnahme fängt ja schon mal gut an. Naja, also... Irgendwas ist mit deiner... Ja, ich guck mal, was hier falsch ist. Also Leute, ihr habt gerade gesehen, ich habe ein neues Intro. Ich hoffe mal, dass es jetzt auch gut klappt. Was ist denn? Also... Wenn man das Ding, guck mal, wenn man vorne ist, ne, wenn man hier vorne drinne steht, ist die eine Tür schon auf, aber die andere ist zu. Und wenn man drückt, ist es genau umgekehrt. Ja, oh, lol, lag das gerade bei dir auch so? Nö. Okay, lol. Das liegt einfach daran, weil ich den Vollpfosten hier irgendwie ein paar Zwitsch verursacht hat. Egal. Jetzt funktioniert alles wieder. So. Du musst nichts umbauen. Ich weiß, ich mach das nur schön und symmetrisch. Ich mag nämlich Symmetrie. Jo Leute, also, Intro haben wir. Warte, ich frag mal kurz Feiern, ob er auch mit uns umbauen möchte. Jetzt haben wir das Auto, da bin ich noch am Arbeiten. Video. Ich warne schon mal vor, das Video wird nicht nur eine halbe Stunde gehen, das wird auch etwas länger. Und, wenn ich das Video hochgeladen habe, das wird wahrscheinlich so gegen 14 Uhr sein, so gegen 16 Uhr kommt ein Livestream. Also Flynn, wenn du gegen 16 Uhr noch da bist, wäre gut. Hallo, ich bin wieder da, meine Mutter. Ja. Also ich habe gerade gesagt, 16 Uhr kommt Livestream. Wär gut, wenn du auch dabei sein kannst. Okay. Also, ich glaube, ich kann nämlich heute nicht um 16 Uhr. Was meinst du, 17? 16 irgendwie da? 16, weil ich da bei einem Freund bin. Oh, kannst du den Livestream von deinem Freund aus mitnehmen? Ja! Gerne. Aber also auch schon mal vor, weil meine Zuschauer jetzt gerade. Ich kann nicht versprechen, dass er flüssig laufen wird. Ich meine, es ist mit Internetverbindung und Internetverbindung ist sowieso etwas nicht sehr gut. Und Gangster habe ich gerade angestupst. Ich frage mal Gangster, ob auch mit rein möchte. Blöde Fliege. Wollen Sie mit ins Video? Der Gangster hat nämlich gefragt, ob er mitbauen darf, aber ich habe eigentlich in die Kommentare geschrieben, dass das eigentlich nur ein Projekt zwischen uns beiden ist. Ja. Musst du entscheiden. Also. Warte, ich hole ihn mal kurz rein. Ich hasse es, entscheiden. Mit ins Video. Das war wahr. Weil die kommt auch noch. Hallo? Moin. Hallo. Ich stelle dich mal kurz lauter, damit man dich auch hört. Moin, Red Gamer, aber lang nicht mehr da. Ja. Du hattest ja mal in den Kommentaren geschrieben, ob du mitbauen darfst, ne? Bei was? Bei dem Jumpman. Ja. Also Flint kann jetzt entscheiden. Ich hasse es, Entscheidungen zu treffen. Finde ich absolut scheiße. Ich hab mal geschaut, sorry, dass ich unterbrochen hab. Mein Haus gehört jetzt einem Mr. Brain, oder wie der heißt. Ja. Hey Gangster, komm mal kurz her, dann kannst du einmal mit FireG das hier machen. FireG. Alter! Oder oh, achso, Flint, du bist das gerade. Ich bin nicht mehr drauf, das ist gerade so heftig wieder für mich, weil ich einfach ewig nicht mehr drauf war. Ja, irgendwie leckt das gerade etwas bei mir, habe ich so das Gefühl. Weißt du, warum ich das Team verlassen habe? Sicht hat er 6 Chunks, ich stelle mal ein bisschen weiter runter, 60 FPS ist normal.
Red Gamer? Ja. Ich hab's Team verlassen, weil ich hab mir GTA geholt und es macht mir halt mehr Spaß. Dann lohnt sich's nicht mehr in dem Team zu sein, finde ich. Ja. Ist zwar schade, aber. So, Leute, jetzt haben wir auch wieder Musik. Ich hoffe, Flint, kommst du bitte mal im Team hin? Wo bist du? Ich bin. Am Anfang. Also gerade am Anfang. Am Anfang. So, Gangster, da hast du eben kurz rechts, damit du auch Sachen öffnen kannst. Danke. So, Flint, kommen sie her zu den Türen. Ich bin wieder zuhören. Muss ich sagen. Ja, schön. So. So, ihr könnt jetzt beide einmal kurz Jumpman machen. Ja, ich muss was mit der Musik machen. Ich bin grün. Ich kenne das nicht, wie man den macht. Jumpman? Ich mach keine Jump'n'Runs. Du wolltest doch mitbauen. Ach so, scheiße, sorry, ich bin auch kreativ. Ja, ich auch, aber ich mach's trotzdem. Ja, ich bin's halt gewöhnt, weil ich immer Doppeldinger mach. Okay. Das Game. Was im Game Mode 0? So, warte, ich mach mal kurz bei mir die Tür zu. Also wie gesagt, Leute, ich denke mal, heute im Livestream werden wir das eher weiterbauen. Jetzt kurz eine Show und vielleicht schon Anfang bei der nächsten Stage. Aber im Survival. Aber im Livestream werden wir auf jeden Fall noch so 3-4 weitere Stage bauen oder so. Da oben ist ein Schlüssel und den musst du holen, damit ich meine Tür hier öffnen kann. Ah, das ist so ein gemeinsames. Ja, genau. Warum heißt das da auch wohl Co-op Jump Run? Und da musst du durchsprinten, weil Vierer Jumps schaffen. Das ist ja so eins, wo man so ein Duell machen muss. Co-op? Was heißt Co-op? Ja, ich weiß nicht schon, versus. Was das heißt. Beide Sachen, ne? So, hab die Karte und den Einserstaub. Wo muss ich damit jetzt hin? Zurück. Hier hinten wieder ganz zum Anfang. Die Karte muss den übergeben, ich muss die Karte noch umbenennen. Hallo. Nur die Karte. Nur die Karte brauche ich. Yay. So, Gangster, komm an die Wand. Hier? Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Aber das Geilste ist, du kommst da. Ja, geil, direkt am Anfang verkackt. Was muss ich hier jetzt machen? Auf dich warten. Einfach auf ihn warten, bis er dir die Tür aufmacht und dann musst du durchgehen, dann blinkt bei ihm eine Lampe, dann darf er durchgehen. Du kannst aber gut Jump'n'Run. Ja, ich das Jump'n'Run hat er selber gebaut. Echt? Das linke, ja, das rechte habe ich gebaut. Und bei der zweiten Stage gleich, da haben wir es andersrum gemacht. Ey, ich vergesse immer, dass da die scheiß Barrier-Blöcke sind, ne? Warum sind da Barrier-Blöcke? Ja, damit man nicht abkürzen kann. Wolltest du abkürzen? Ja. Bisschen traurig, wir haben so unseren eigenen Jump'n'Run verkackt. Ich sollte mal gucken, wie das ich die Audiospuren. Ja, dann spring du doch gleich mal auf deiner Seite weiter, weil du musst ja. Ja, okay, ich sag, weil guck mal, bei mir ist das hier. Und bei meins wird dir gleich auch noch ganz gemein, ne? Ja. So, Flint muss warten, ne? Jetzt das Spiel hier. Flint, solltest warten. Ja, Pech. Er kann ja ganz schnell seine Game Mode. Bist du durch, Gangster? So. Brauch ich jetzt du musst da hinten so eine. Wo bist du her? Super ein. Guter Eindruck. Ach nee, das ist die Seite. Achso, und hier kann man nicht durch, ne? Gangster, kurz eine Erklärung: Du hast hier oben einen Weg. Falls du runterfällst, hast du unten noch einen Alternativweg. Ah, wer sagt, dass ich runterfall? Ich. Ganz so lang. Scheiße. Was soll ich jetzt machen, wenn ich unten bin? Ja, musst du ja zurück. Ey, aber er darf mal da hinten bei meinem Observer ein bisschen springen. Das macht am meisten Spaß. Ja. Meine Sprünge machen auch Spaß, ne? Bei da hinten ist so bei den lilanen Springteilen. Da. Bei dir. Bei den lilanen Springteilen. Hier. Ja. Soll ich ab hier mal weitermachen? Ja. Lass mich raten, hier sind wieder Barrier-Blöcke dazwischen. Nö. Nee, du musst auf den grünen Block zuerst, ne? Das sollte man eigentlich nicht können, ne? Ja, ich hatte da aber eigentlich Barrier hingebaut. Nö, hier sind keine. Ja, okay. Ja. Außer warte. Jetzt sind da welche. Jetzt ist der Sprung noch. Nein! War's gut, oder? Ja. Alter, ich weiß, ich hab ein scheiß Lachen.
Ich. Ah, Mann. Ja, okay. Ich bin die ganze Zeit zu und weit. Das hier, das ist auch toll. Guck mal, was er dazu macht. Hab's geschafft. Guck mal, wenn ich jetzt hier hinfall, was passiert? Das ist auch geil. Hab ich gebaut. Super Dread Gamer, ganz große Klasse. So, ich bin drüben. Ich komm auch noch. Genau, erstmal Fallschaden kassieren. Und jetzt wird es dir dann noch weitergehen. Genau. Hier wird's weitergehen. Genau. Und entweder im Livestream oder jetzt sogar schon ein bisschen. Mir ist jetzt, weil ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay, also. Ich baue wieder Orange. Ja, ist wieder mein Part. Flint, Gangster, ja. Ich kann euch bei euch absprechen. Weil ich habe nämlich eine gute Idee. Flint wahrscheinlich auch. Warte mal, ja. Wir können es ja machen. Weil es ist zwar ein Co-Op-Jump-Run. Dass man sich vielleicht gegenseitig schlagen muss, damit der andere weit genug fliegt. Nee. Ich hab jetzt nämlich gedacht, wir machen Flint seine Idee, dass der eine verschlossene Tür hat, der andere hat rechts Hebel. Ach du Scheiße. Weißt du, was ich meine, Flint? Du bist einfach mit Redstone Fackeln dann. Oder? Und zwar ist das jetzt eine Art Puzzle. Das ist jetzt inzwischen. Ein bisschen bei mir, ist das normal, oder? Es ist ein Zwischenstage, warte mal. Also, Flint, wir machen bei dir. Ja. Lampen hin. Ja. Warte mal, also hier machen wir eine. Mach mal hier den großen Raum hin. Hier kommt ein großer Raum. A very big room. So, wir machen hier eine Lampe, da eine Lampe, da eine Lampe, da eine Lampe. Darunter machen wir Farben, da drüber. Dass der andere sieht, wenn diese Lampen angehen. Ach das. So, und dann weiß der, aha, ich muss diese Knöpfe bei mir drücken, in dieser Reihenfolge. Oh, ich hab mein Word in den Trichter, okay. Leute, brauchst du nicht. So. Also mal mitmachen, weil es schneller geht. Ich mache eine Nummerierung hin und der Partner muss. Warte, wir machen das nicht mit Schildern. Wir machen. So groß muss der Raum auch nicht. Das reicht so. Wer ist der beste YouTuber? Und dann hier so Hebel, Dread Gamer. Und dann muss man alle umlegen. Nee. Das wird jetzt so sein, dass man hier. So, du hast hier einfach so eine Wand. Und das ist jetzt die Reihenfolge, in der die Hebel umgelegt werden müssen. So, und diese. Und die muss. Die musst du jetzt da eingeben. Was machst du denn? Nein, sieht schöner aus. Ach man, aber so sieht's nicht schön aus. Das sieht aus wie so eine Pille. Wir können doch vielleicht das Ding irgendwo verstecken machen, das vielleicht, wenn. Ich habe jetzt ja 1er Staub bekommen, dass da vielleicht hinten Nummern dran sind, der es dann umgelegt. Wir müssen hier schnell dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann schickt ihr vielleicht 1er Staub. 1er Staub, das ist das Secret. Alter, mach doch nichts. Was machst du denn für eine Decke, bitte? Sehr hübsche. Das ist dein Partner, ne? Also. Und extra dunkel. So, okay. Also, wir haben dann jetzt hier die Lampen, die angehen. Dann weiß man Bescheid. Aha, okay, ich muss diese Sachen umlegen. Und dann. Hübsch sieht der Raum aus. Voll mit Glowstone. Schön sieht der Raum aus, ne? Ich mag Glowstone nicht. Ihr wisst gerade nicht, welches Lied gerade läuft. Welches? Nein, Cat. Lieblingstier ist die Barkus. Oder dass der hier drüben vielleicht irgendein Rätsel hat, dass der es hier drüben dann irgendwie eintippen muss oder mit den richtigen Hebeln. Guck mal, du hast drüben eine Wollfarbe, so die tippst du zuerst ein, die Lampe zuerst aufleuchtet, tust du hier eingeben. Red Gamer? Hm. Du halst extrem bei mir, liegst du an mir oder? Ich höre euch auch, wenn wir es mit heilen. Kann sein, dass Flint das ist. Ah ja, Flint bei der Sparaktivierung, kein Wunder. Ja, soll ich die umändern? Ja, ist halt blöd, dann hört man nicht so abgekappt, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Wir sind jetzt schon wieder bei 14 Minuten. Ist das so besser? Ja. Okay. Ich hab gar keinen Plan, was ihr machen wollt. Ja, ich erkläre es dir. Also, du hast, dein Partner hat drüben ja eine Anzeige, oder also die 4 Wollfarben an der Wand. So, die Reihenfolge, die da ist, muss er hier eingeben. Das heißt, es leuchtet zuerst gelb auf, erst läuft rot auf, also machst du deshalb an. Ja,
Genau. Dein Partner hier drüben sieht das. Ja. Na gut, ich muss halt am Anfang hinschreiben, dass er achten soll, welche Farben zuerst angehen, also die Reihenfolge. So. Und dann muss er, die Lampe hier aufgeleuchtet, hat er hier nochmal extra eine Anzeige, wo er die in der richtigen Reihenfolge angeben muss. Und wenn er die richtig also angegeben hat. Dass die Lampe nur einmal angehen können, dass es nicht mehrere Versuche gibt. Stimmt. Mach mal die Knöpfe hin, bitte. Jo. Bei mir auch, also da. Das muss ich noch leiser machen. Groß euer Jump'n'Run bisher. Hä? Straight Game, also ich wieder über Minecraft spielen, vielleicht wieder ein Stinger. Ob Booster-Team kommt? Bist du noch im Team oder? Warum sollte ich nicht im Team sein? Keine Ahnung, ich bin auch nicht mehr im Team. Ich bin Leitung Böder, warum sollte ich da rausgehen? Also wir haben jetzt hier noch eine Anzeige. Ich weiß nicht, weil mir Minecraft nicht mehr so viel Spaß macht. Ja, dann jetzt auch auf. Ciao. Okay, ciao. Vielleicht bis irgendwann mal. Bis irgendwann. Guck mal, ich mache hier noch eine extra Farbe zu verlieren. Ja, das würde ich doch daran. Junge Gangster, das versaut das Video. Guck mal, Flint, ich mach extra noch eine grüne Farbe hin, damit man ein bisschen irritiert wird. Yay. Guck mal, ich drehe sogar die Farben nochmal irgendwie so ein bisschen um, das ist noch komplett gemein, ne? Ja, du bist immer gemein. Eins, zwei. Warum krieg ich das bei mir jetzt auch rum? Ne, das darfst du da so nicht umdrehen. Achso, David. Du musst die richtige Reihenfolge ja haben. Nee, nee, das war schon eine Zufallsreihenfolge. Ja, bumm. Zufallsreihenfolge. Also erst, er muss jetzt aber erst einstellen, also erst rot. Eigentlich ist es scheißegal, welche Reihenfolge, weil es sowieso funktioniert. Ja. Oder mach ich das, dass es aufeinander aufbaut? Machen wir, dass es aufeinander aufbaut. Also, wir haben erst rot, dann... Welche Farbe war der nächste bei dir? Erst rot, dann hier pink, purple oder was weiß ich, wie das heißt, violett, ja, magenta. Warte. Wir machen nämlich hier einen Piston hin. Piston. Ja, ausgefahren. You think about it. Yay! Perfekt, ja? Wo kommt hier nämlich der Ding hier hin? Ich mach noch einen, Bestätigungsknopf. Ah, und dann muss das Signal so, ne? So, und dann so, und dann wäre das da so, genau. Nee, was machst du denn? Nee. Warte mal, ich will gerade überlegen, weil wenn ich das hier drücke, soll der Piston ausfahren, das Signal soll eins weitergeben. Ach, ich muss das über Kopf machen. Ich freue mich. Schau. Das Signal geht nämlich erst eins weiter. Wenn du dann nämlich erst gelb machst, bringt es nichts. Erst wenn du pink machst. Na gut, also ist eigentlich egal, wie rum du das machst, weil es sowieso funktioniert. Naja, kann man aber auch eine Illusion hinmachen. Also die sollen denken, dass das so ist. So, drück mal bitte auf den roten Knopf. Das wäre ja schon ein Knopf ist. Da ist keiner. Also echt. In die Lampe oder auf die Wolle? Mach so. Yeah. Ja, guck mal. Und da musst du ganz schnell drücken. So, zack, zack und dann blau und dann grün oder so. Genau, okay, kannst das heißt, ja auch ausprobieren. Erst einprägen. Ja. So. Also warte, rot, violett, dann gelb und blau. Gelb. Oh guck mal. Die einfach alle in der richtigen Reihenfolge hier schon sind. Ja. Ach Gott. Hey, wie genau das, wie es hier war, es bei mir so, oder wie? Nee, genauso wie es hier ist, war es bei dir erst nicht. Jetzt hast du es genauso gemacht. Hä? Ich hab noch nicht mal zugeguckt. Das ist noch nicht mal gesehen. Das ist ja schon
Ich bin außerirdischer, ich kann durch Wände schauen. So. Nee, grün gibt's gar nicht, du. Ja. So. Kann man ja einfach als Verarsche nehmen. Feine Technik nenne ich das Video. Co-op Jumpman, Hashtag 5, glaube ich sogar. Feine Technik. Ja. So, und das jetzt unter letzter Weg. Okay. Jetzt ich mache mal hier ein Dauersignal und dann versuchst du mal zu rechnen. Nein! Warte? So, jetzt. So, und dann versuchst du jetzt mal kurz in der so schnell wie möglich. Ja, oh, fast. Ja. Nee, schon vorbei. Warte, ist fast geschafft. Fies sein, nehmen wir von dem hintersten Signal an Comparator und wenn man dann das grüne drückt, dann schließt der ein Dings. Schließt er das Signal, dass das nicht weitergeht. Nee, das soll schon verwirren, okay. Machen wir mal richtig Reihenfolge eben. Schnell, versuch. Ja. Ja, Alter. War das schwer oder ging? Das geht. Also du machst das dann circa. Geht doch. Perfekt. Und dann, wenn dieses Signal hier angeht. Auf einen Tick. Auf einen Tick. Wir machen es alles auf einen Tick. So. Oh nee, das ist mies. Das kriegst du niemals hin. Ja, komm. Wir machen wenn auf drei Ticks, ja. Da muss ich schon ein bisschen schneller sein. So, okay. Ich versuch's mal, ja? Okay. Ja, fast. Ja. Geil. Funktioniert. So, okay. Also. Dieses Signal führen wir jetzt runter zu den Türen, dass die geöffnet werden. Und dann, wenn die Türen hier offen sind, gehen sie durch auf Druckplatten, die Türen schließen sich wieder und das resettet sich. Aber witzig wäre doch, wenn man von dem Grün einfach so als Verwirrung, dass der keine Ahnung was weiß ich denkt, dann so, hä, geht das oder braucht man das, dann ist nee, weißt du, was ich mache? Ich tue so, als wenn die Tür aufgeht. Das heißt, ich mache die für einen Millitick auf. Verstehst du das hier so? Weil wenn er dann denkt, ich muss auch noch grün drücken, dann sperrt er ja das Signal. Nee, der speichert. Warte mal. Du hast jetzt gerade Subtrag hier an. Warte mal. Ich tue mal kurz alle deaktivieren. Also einmal. So. Okay, jetzt tue ich den Knopf einmal. Und das Signal geht aus. Geht aus, ernsthaft? Ja. Dann können wir dann die Leute schön nerven. Dann denken die, die müssen das immer drücken und machen es immer falsch. So, okay, also, wir machen jetzt einmal kurz die Türen hier hin. Wohin? Ey, ich mach sogar mit ein bisschen Zahn, wenn es aufgeht, macht das so einen schönen Notenblock, so ding. Siehst du das? Yay. Ja. Brauchst du die Türentechnik? Wenn du willst. Du kannst mit Blau hier anschließen. Du musst einfach nur T-Flip-Flip reinbauen, der das aufmacht. Und dann, wenn beide durchgegangen, kann also ich komplizierte T-Flip-Flops bauen. Nee. Einfach so. So ein einfacher. Das packen wir. Ja, machen wir einfach so. Und dann, warte, wenn du durch bist, gehst du ja über der Druckplatte. Dann wird, wie machen wir? Nee, weißt du was? Wir lassen das einfach auf und machen dann mit dem Reset-Signal das einfach. Yay, juhu, so nicht. Nee. So. Ach, was machst du denn? Ja. Das die, Junge, mich nervt gerade so eine Fliege. Ja, ist auch schön. Wenn ich so eine Fliege nervt, die dann die ganze Zeit so bzzz macht. Leute, ich habe eine Idee. Und zwar mache ich einfach zum Ende hin, statt ein Outro, nochmal das Intro. Weil ich weiß, wie es so gefällt. So, nee. Hä? Was machst du denn jetzt da? Mach doch erstmal die Ding. Guck mal, ich zeig dir mal was, ja? Ja. Ja, okay. Kann man natürlich auch so machen. Und jetzt passt euch gerade. Ja, könnte man so machen, muss man aber nicht. Ach, finde ich. So. Komm. Brauchst du die T-Flip-Flop? Warte, ich führe dir die Linie hier hin. Eigentlich sind meine Videos nur in 20 FPS, ne? Yay! Ja, höher geht's nicht. Aber die sind jetzt anschaubar zumindest. Das ist ja die Hauptsache. Ja, warte, ich brauch noch. Schließ die beiden doch gleichzeitig mit an. Lass mich mal machen hier. Ich baue so tolle T-Flippy-Flops. So.
Dann so und so. Bumm. Tada. Ja, ach, wieso? Ach so, deswegen. Jetzt sind sie auf. Ja, ich weiß, das ist mir gerade auch eingefallen. Das ist ein T-Flip-Flop. Das ist ein T-Flip-Flop. Wie kann ich den resetten? Nimm du. Guck mal. Das sind jetzt wird mit dem Knopfsignal muss das resetten werden, ne? Aus. Ja, wie willst du denn bitte von hier ansteuern? Das geht, von unten. Oder von oben irgendwie. Das geht. Tu mir bitte einen Gefallen, mach den normalen Pistenflip-Flop, ja. Ach komm. Ein Pistenflip-Flop ist aber laut und das ist leise. Ja, da merkt man, dass was passiert. Laut und wenn irgendwas lautes und Krach macht, weiß man, da wird gearbeitet. Das heißt, wenn ein PC ganz leise ist, denkt man, der ist kaputt. Finde ich auch so. Wenn ganz leise ist, denkt man, hey, läuft der jetzt oder nicht? So. Ja, wogegen tausche ich das mal aus? So. Und dann. So. Und dann. So. Bumm. Weißt du, der Partner könnte auch mies sein und die gelbe Leitung auf einmal aufleuchten, die grüne Leitung auf einmal aufleuchten lassen. Das damit man den einfach mal triggern kann. Das machen wir. Ja. Ich habe mal kurz grün auch noch hinzugefügt. Ja, so, der sieht zwar kein Grün, aber tut dann aber trotzdem und triggert dann mit den anderen. So, wo ist die Leitung? Achso, ja, geht hier nicht anders. Ja, doch, geht anders. Ach, wir können zur Seite führen, ne? Ja. So. Ich mach einmal hier, wir brauchen einmal Eis. Ja, sind wir schon bei 26 Minuten. Ich habe ja gesagt, die Folge wird etwas länger gehen. Ich mache jetzt noch eben dieses Lied hier fertig. Finn schließt das noch an und dann wäre es auch für diese Folge. Und dann nehmen wir gleich direkt die zweite Folge und Anschluss mit auf, würde ich sagen. Ja. Und da kommt nicht so, Sage. Ich habe nämlich gedacht mit Pistons, dass die dann die. Du hast ja, sag ich mal, so eine Spoof-Piston-Animation, wo die Blöcke nach draußen geschoben werden und wieder eingezogen werden. Weißt du, was ich meine? Ich war zu langsam. Och Mann. Nee, doch nicht. Ach nee, ich dachte gerade. So, nochmal. Hier hinstellen. Und. Wir noch mal ein Reset-Signal. Ja, das heißt, kommt mit den zweiten Pisten hier hin. Von wo? Oh. Such die rote Leitung und führ sie hier hin. Okay. Könnte etwas dauern. Ja, das ist ja okay. Mach das am besten mit einer Insta-Line. Die ist einfach. Das ist das hier, ja, das. Die letzte sollte beim Tor sein. Ja. Ich führe die aber mal nach oben, damit da nicht die ganzen Monster drauf. Ja, mach eine Insta-Wire hin. Weißt du, was die ist? Nö. Du machst hier, warte mal sehen. Ich zeig dir gleich mal, wie schnell das Signal ist. Warte mal. Pistons können 12 Blöcke, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stopp! Da muss der wieder sogar hin. Und jetzt machst du hier. Ja. So, machst du hier wieder. Nee, warte mal. Wenn ich das hier. Guck mal, was passiert, wenn ich das hier deaktiviere. Guck mal, wie schnell wird der Sender weg ist. Opa. Ich glaube, ich habe das nicht gehört. Oh, lol. Ich bin auf den Blumen. Wir haben doch einen Block zu viel. Ja, gut. Oder? Genau. Und zwar, guck mal, stopp mal. Fahr mal aus, genau. So, jetzt guck mal auf den Pisten und mach den Hebel weg. Ja, ist. Weg. Ausmachen, meine ich. Ja. Achtung, mach mal aus, bam. Aus. So, und wenn wir das jetzt, warte, das ist an, ne? Ja, an.
Das machen wir hier auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. So, jetzt machen wir den Hebel ganz weg. Also nochmal ausmachen. Oder warte, ich mach den Hebel aus. Guck mal, wie schnell es weg ist. Ich mache jetzt nur den Hebel aus. Ist schon aus, ne? Ah, das ist noch irgendwie dumm, was wir das machen. Warum hast du es wieder angeschlossen? Ich hab das nicht. Ist das Tor wieder? Ist das Tor wieder? Ach, wir sind auf solche Vollpfosten. Ja, du meinst komplett in die falsche Richtung. Wieso? Der Reset wird doch durch die Ziellinie getriggert. Und nicht anders. Oh nein! Das heißt, das Signal muss eigentlich in diese Richtung. So. Für einfach eine. Du musst bitte. Ne, fang auch mit der Dings drüben an. Das geht einfach. Ach ja. Ach, ey, was machen wir denn hier? Die M. Ja, aber dann kann man das. Wenn man aus die Ziellinie drüber geht, ja, dann wird ein Signal einmal komplett zurückgeschickt, dass alles wieder wird. Rot. So. Alter, hör das mal an. Das klingt wie so eine Melodie aus dem Film, so ein bisschen. Naja. Und damit, Leute, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Blöd, stellen Sie sich wieder zu mich. 12 können die maximal, hast du gesagt, ne? Ja, 11 Slimeblöcke und ein Wässerblock. Okay. Komm her. How are you? Ich teleportiere dich einfach. So, stellen Sie sich hier hin. So. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ja. Sag's auch noch Tschüss. Tschüss. So. Und Intro ab.